Willkommen im Saloon, willkommen zurück zu Let's Play Drive Club. Wir stürzen uns wieder in ein bis zwei Online-Multiplayer-Rennen, um uns mal wieder ein bisschen reinzufuchsen in das Spiel. Und es geht direkt in ein Teamrennen, Rot gegen Blau, bloß blöd, wenn ein Team nur aus einem Spieler besteht. Aber das ist wahrscheinlich das Problem, wenn man ein langsam alterndes Spiel am Samstagvormittag spielt, dass einfach keine Leute online sind. Streckentageszeit 18 Uhr, Zeitraffer mal 30, da dürfte sich also ziemlich schnell das Tageslicht verändern und es ist Gewitter angekündigt. Na, regnen kann es auch. Nun gut, 15 Sekunden für die Wahl des Wagens, was darf es denn sein? Ach, schau mal, den hatten wir noch nie, den Audi RS6 Avant, warum nicht mal mit einem Kombi auf die Strecke? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also an sich irgendwie ein ganz schickes Audi. Audi RS6 Avant. Könnte ich mir auch in meiner Garage gut vorstellen. Auf der anderen Seite immer ein bisschen ungewöhnlich, solche Fahrzeuge in Racing Games zu sehen. Da es sich ja hier eher um einen Dienstwagen-Familienauto handelt. Aber vielleicht werden da ja feuchte Familienvaterträume wahr. Schauen wir mal. Gut. Wir starten als erstes. Mal sehen, ob es uns was bringt. Und fahren ernsthaft mit dem Kombi über die Strecke. Ich glaub's ja nicht. Ja, zugegebenermaßen sehr leistungsstarker Kombi, aber... ja. Das nächste Rennen vielleicht in einem Ford Galaxy oder Golf Plus. Wie wäre es damit? Na wohl, dafür ist dann eher Forza Motorsport bekannt. Für eine Scheiße. Nee, für Scheiße nicht so sehr. Dafür bin mehr ich bekannt. Aua. Und... naja, egal. Vielleicht einfach mal nur halb so viel quatschen und ein bisschen mehr auf die Strecke konzentrieren. Sorry. So, rote Kurve, bremsen, 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 Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Yo, 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 yo. Ladies, oh, shit. Ja, geschafft. So, schön brav sein, brav sein. Ich fahre ein bisschen auf den Gehsteig weiter. So. Here we go. Okay, scheint ein ganz spannendes Rennen zu werden mit Kontrahenten, die in etwa sich auf meiner Leistungsstufe befinden. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Oh, weg ist er. Oh, LR1030 hat die Lobby verlassen. Ich würde jetzt mal behaupten, eher unbeabsichtigt, da er flupp einfach so verschwunden ist. Ja, ist sonst noch irgendeiner dabei? Doch, zwei Leute sind noch dabei. Schade. Dann wären wir jetzt zumindest zwei Zweierteams gewesen. So ist das natürlich eine relativ unfaire Geschichte, da ich im... wo bin ich denn? Ich bin im roten Team. Ich bin im roten Team, also ist das rote Team somit im Vorteil. 2-1. Immer schade, so eine Sache. Aber eine neue Strecke, die ich noch gar nicht kenne. Neue Strecke, ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Nach den ganzen Blüten zu beurteilen, würde ich sagen, wir sind in Japan unterwegs. Ah ja, sieht man ja auch anhand der japanischen Schriftzeichen auf der Straße. Also die Strecke kenne ich tatsächlich noch nicht. Ziemlich coole Bergstrecke. Könnte auch sein. Ich bin jetzt leider schlecht vorbereitet, wie ihr merkt, dass es sich um eine der neuen Drive Club VR Strecken handelt. Es gibt ja mittlerweile auch eine VR-Version von Drive Club, die ihr mit der Virtual Reality Brille PlayStation VR spielen könnt. Und die Strecken aus diesem Spiel, die nämlich angepasst worden sind, sind vor kurzem über ein Update auch in das normale, schrägstrich, klassische Drive Club übertragen worden. Und somit könnte es natürlich sehr gut sein, dass es sich hier um eine dieser Strecken handelt, die ich zugegebenermaßen recht hübsch finde. Sie ist auch recht breit. Kann natürlich sein, dass vielleicht aufgrund der VR-Erfahrung, die für den einen oder anderen dann doch neu, schrägstrich, ungewohnt ist, es dann einfach vielleicht angenehmer ist, breite Strecken zu haben, auf denen man auch vielleicht nicht ganz so oft an die Leitplanke andatscht. Aber auch cool hier mit der Brücke, der Aussicht, der Zugbrücke links von uns. Also ich hätte echt mal Bock, das Spiel mit der VR-Brille auszuprobieren. Aber im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, 400 Euro für das Teil plus die VR-optimierten Spiele, das ist natürlich auch nicht mal eben eine Kinderzimmerinvestition. Klar, im Verhältnis zu Oculus Rift und dem HTC Vive für PC natürlich verhältnismäßig günstig.
weil man eben auch kein High-End-PC benötigt, sondern die PlayStation 4 vollkommen ausreicht. Aber trotzdem ein Haufen Geld, ein paar hundert Euro und qualitativ natürlich auch nicht so gut wie die anderen beiden. Dessen muss man sich einfach bewusst sein, deswegen meine Empfehlung. Ich habe das Oculus Rift schon mal im Elektronikmarkt meines Vertrauens ausprobieren können. War eine nette Erfahrung. Muss man aber wirklich mal aufgesetzt haben, hat mich jetzt nicht komplett geflasht, weil euch einfach auch klar sein muss, die Qualität, die Bildqualität ist innerhalb der VR-Brille nicht so hervorragend, wie sie hier auf so einem Full-HD-Bildschirm zutage kommt. Also man sieht auch bei der Oculus Rift, was ja das absolute High-End-Gerät ist neben dem HTC Vive, doch immer ein leichtes Schachbrettmuster und die Grafik ist eben nicht so knackscharf wie auf einem richtigen Full-HD, geschweige denn 4K-Bildschirm. Aber wie gesagt, bevor ihr einen Haufen Geld zum Fenster rauswerft, lieber mal ausprobieren. Gerade die Oculus Rift, aber auch die PlayStation VR sind immer mal wieder auf Tour durch Deutschland unterwegs. Einfach mal auf Google eingeben und das Ding vorher ausprobieren. So, das war Runde Nummer 1. Am Ende waren wir auch nur noch zwei Leute. Sehr schade, zumindest habe ich gewonnen. Scheiß die Wand an. Der Vollständigkeit halber verlassen wir dann aber noch kurz nochmal die Lobby und suchen uns ein neues Match. Ihr wisst Bescheid, weil ich keine Lust auf diese ellenlangen Wartezeiten habe. Ja, und dann stürzen wir uns direkt auch in ein PlayStation Plus Editionsrennen. Da sind erfahrungsgemäß dann zumindest immer ein paar Spieler dabei. Eben auch Spieler, die sich nicht die volle Version von Drive Club zugelegt haben, sondern die kostenlose PlayStation Plus Edition, die es eine Zeit lang im PlayStation Network zum Runterladen gab. Meines Wissens heute nicht mehr. So, und die Ghostbusters sind auch dabei. Sehr schön. Babyface17 und Y-Jauntlet. So denn die Verbindung zu den Spielern hergestellt wird, dürfen wir unser Performance-Fahrzeug auswählen, das glücklicherweise wieder der BMW M3 GTS ist. Okay, es regnet leider wieder, das ist das Problem, aber es ist dann doch das Fahrzeug, mit dem ich in Drive Club am besten klarkomme. Wenngleich, das hatten wir beim letzten Video schon gesagt, ein heckangetriebenes Fahrzeug nicht unbedingt die erste Wahl bei regennasser Strecke ist. Aber was soll man machen? Ne? Irgendein Tod muss man sterben. Und schauen wir mal. So, Streckentageszeit 16 Uhr. Der Zeitraffer ist aber relativ hoch eingestellt, so dass sich die Tageszeit dann auch relativ zügig Richtung Abend wenden sollte. Wir sind zu dritt. Here we go. Gut. White Jauntlet ebenfalls im BMW unterwegs. Die Ghostbusters im Bentley. Und es ist zumindest noch trocken. Dann wollen wir die Gelegenheit nutzen, solange es noch trocken ist. Und die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen. Big Daddy. Gut, da wir nur zu dritt unterwegs sind, gehen wir mal davon aus, dass wir alle freundlich zueinander sind und das hier ganz entspannt gestalten. Oh, da ziehen die Ghostbusters an uns vorbei. If something strange in the neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Who you gonna call? Ghostbusters! Entschuldigung. Babyface. Oh, Babyface. Achtung, nicht zu stark bremsen. Nicht zu stark bremsen. Das hat mir meinen Lack an den linken Kotflügel gekostet. So, und der Kamerad da hinten. Na gut, wir sind ja aber relativ brav und nett zueinander. Mit ein bisschen mehr Risiko ist hier aber noch was zu holen. Oh, aber jetzt fängt es leider langsam an zu regnen. Streckenverhältnisse werden schwieriger. Tja. Und da zieht Tigerface an uns vorbei. So. Rote Kurve, Vorsicht, Vorsicht. Seid immer schön nett zueinander. Ah, siehst du, ja, sie machen die gleichen Fehler wie ich. Das wäre doch ein Weg zum Sieg. Einfach weniger Fehler machen. Oh, was ist da los? Leichte Serverprobleme bei den Ghostbusters. Ein flackerndes Geisterfahrzeug. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, wie man sieht.
Leichte Verwirrung bei McRalph Gaming und die zwei da vorne ziehen weg. Schade, am Anfang hier noch große Sprüche gerissen hier. Wir sind hier alle auf ähnlichem Leistungsniveau. Nee, kacke hier. Verkackt hast du's. So, rechts oben seht ihr's. Es handelt sich nicht über ein Rundenrennen, sondern um ein Rennen von Punkt A nach Punkt B. 53% der Strecke haben wir hinter uns. Weniger als die Hälfte bleibt übrig. Ich sehe die beiden zumindest noch. Dann besteht die Hoffnung, dass die sich jetzt hier noch ein bisschen ärgern. Genau. Und Kamerad McRalph somit ein bisschen herankommen kann von hinten. Achtung, Achtung. McRalph in ihrem Windschatten. Bitte bleiben Sie stehen. Und lassen Sie ihn vorbei. Oh, schön gemacht, McRalph. Schön gemacht. Schön. Guter Junge. Wenn mich sonst keiner lobt, muss ich es halt selber machen, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. So, langsam sammelt sich das Wasser auf der Strecke, wie wir es kennen. Sieht nicht nur hübsch aus, ist auch gefährlich. Nein! Ah, oh, schlecht, schlecht. Mit 200 Stundenkilometer gegen die Mauer. Ups, sorry. Das hat noch keinem zum Sieg verholfen. Außer den Gegnern. Ja, trotzdem schönes Rennen, weil die Gefahr ist immer, wenn man so wenig Fahrer ist in so einem Match, dass sich das Match halt, wenn man leistungstechnisch eben doch deutlich auseinander liegt, dann eben ziemlich langweiliges Rennen hat, weil irgendwie einer vorne wegfährt, ein, zwei andere bauen hinten nur Unfälle. So, aber wir haben hier ein richtig schönes, spannendes Rennen auf Augenniveau. Augenhöhe. Gleichem Niveau. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wow, da ist er gedriftet und wollte es gar nicht und hat es auch verkackt. Ja, zumindest sah es schön aus. Genießt den Moment und vergesst, was danach kam. Okay. Ja. Zumindest sind wir auf dem Treppchen, ne? Treppchen, nicht Tröpfchen. Tröpfchen oder Zäpfchen. Das ist was anderes. Das. Ja, egal. Gut. Trotzdem spannendes Rennen. Hat Spaß gemacht. Das war's für Folge 19, wenn ich richtig gerechnet habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über Kommentare unter dem Video und natürlich noch viel einfacher einem Däumchen nach oben. Wir sehen und hören uns hoffentlich im nächsten Drive Club Match.